Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich begrüße euch zu einem Vor-Unboxing. Das Päckchen ist aber schon uff. Weil ich eigentlich dachte, das ist was anderes. Weil das kam mit UPS und da habe ich gedacht, oh geil, von Spainziger. Nee, war nicht für meinen Kollegen halt noch ein paar E-Zigaretten. Nee, das waren jetzt diese hier. So. Karton wollen wir mal wieder wegpacken. So. Dann haben wir einmal dieses. Das zweite Mal haben wir dieses. Ihr seht, das sind zwei verschiedene Größen. Also seht ihr nicht, scheiße. Das sind zwei verschiedene Größen. Das ist einmal das H1 und einmal das H5. Ich finde sie vom Styling, finde ich sie echt geil und habe gedacht, Mensch, das wäre was. Die würde ich gerne mal für euch testen. Größe 40 mm. Ja, da bin ich mal echt megamäßig gespannt, wie die sich so sind, wie die so sind vom Tragekomfort, weil die sahen so. Wenn ihr sie mal so seitlich, könnt ihr das sehen mit dem, ja, sahen die echt geil aus. Und das Größere natürlich ist, klar, das ist natürlich etwas größer. Das sind die Gaming-Headsets. Steht auch oben drauf, Stereo Gaming Headset. Also kein Surround, sondern Stereo. Selbst dieses ist ein Stereo Gaming Headset. Und die werden wir uns dann mal genauer angucken, was für Anschlüsse die haben, wie der Tragekomfort ist, ja, wie man es anschließt, alle drum und dran. Also das werden wir uns dann komplett angucken. Ich werde jetzt erstmal nur von jedem ein Unboxing und ein Hardware-Video machen, wo wir uns die Hardware angucken. Und die Hardware-Checks dazu werde ich dann heute Abend machen, weil mir rennt die Zeit weg. Ich muss noch mit meiner Tochter zum Augenarzt gleich. Die müsste jetzt jeden Augenblick von der Schule kommen und deswegen nicht so viel Zeit. Deswegen Vor-Unboxing, Unboxing zu jedem Produkt, Hardware-Video, Hardware-Check folgt heute Abend. Also da nicht wundern, da werden wir das am Laptop machen. Da werde ich dann auch den Laptop praktisch filmen, also den Desktop und die Einrichtung und die Einstellungen. Und dann werde ich nur die Cam, ach Katzen ist da gut, dann werde ich die Cam von mir nur zusätzlich einblenden oder einbetten, dass ihr mich seht, wie ich hier das Ding aufhabe, wie ich es benutze, dass ich auch wirklich dieses benutze und nicht euch X für ein U vormache und sage, hier, ich habe jetzt hier Stereo-Headset und habe ein 5.1-Headset oder was weiß ich. Nee, ich werde dann dieses anschließen, aufsetzen und mal so einen Film anmachen oder Musik oder irgendwas dergleichen. Da muss ich mal gucken. Und dann muss ich auch gucken, ach doch, ja, wenn ich Laptop mache, dann kann ich das nicht mehr rausfiltern. Dann höre ich das aber ihr nicht, weil dann gibt es für mich nämlich keinen Content-ID-Treffer. Wo sie sagen, ey, du darfst die Musik aber nicht nehmen. Ja, ich bin schon echt gespannt, weil ich hab die Pressemitteilung von den Headsets gekriegt. Mal als kleine Erklärung, warum ich gerade diese vorstellen wollte. Ich habe die Pressemitteilung gesehen und ich dachte, Mensch, die sehen geil aus. Die sehen richtig geil aus. Das ist mal was anderes, als was man so gewöhnt ist. Weil die haben so ein richtig giftiges. Ich mag ja so weiß-grün, blau, schwarz-grün und so. Mag ich ja eigentlich nicht so. Wenn es so ein bellgrün ist. Aber hier, das hat so ein richtig giftgrün. Muss ich mal gucken, dass ihr das seht. Hier seht ihr das? So eine Art Neongrün. Also das ist so ein richtig schönes giftiges Grün. Ja, das ist was anderes. Das sieht gut aus. Und so von der Form her, wie sie gestaltet waren und dachte, Mensch, die würde ich gerne mal vorstellen. Die würde ich gerne mal sehen. Und da habe ich dann die Anfrage gestellt und habe sie netterweise zur Verfügung gestellt bekommen, um die euch zu zeigen.
Ich quatsch schon wieder mich um Kopf und Kragen. Ich quatsch zu viel über die gleiche Sache. Und ihr wollt dabei nur die Headsets sehen. Ja, deswegen würde ich das Video jetzt auch erstmal beenden. Und ich sage, wir sehen uns gleich im Unboxing vom H1. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.